Drei Skat-Stellungen neutralisieren. Bleib wachsam da draußen. Vielleicht findest du noch mehr interessante Sachen. Ja, Geld. So. Dann würde ich mal. Jesus, mal. Ja, dann fangen wir mal mit den Kleinen an, oder? Gladney hilft einem Team in den Palast hinein, wenn er die Skats zerstört. Helft ihm. Mal sehen, ob er sein Wort hält. Rede selbst mit ihm, wenn du willst. Er bleibt hier und koordiniert die Logistik für den SAS. Wenn du bereit für den Einsatz bist, folgen wir dir. Warum ich? So. Mehr als genug Waffen. Nimm dir, was du willst. Nimm was von dem C4 mit. Das Zeug zerfetzt deine Scud-Raketenplattform. Also ein... Wir rechnen auf, sobald du ausgerüstet bist. Case, wenn du noch irgendwas über die Mission erfahren willst, sprich mit Gladney darüber. Leute, lasst mich doch mal in Ruhe mich erstmal richtig ausrüsten, ja? Das wäre super nett. Brauchst du was? So schnell wie möglich Palast angreifen. Habt ihr die Luftunterstützung von SLS? Im Moment nicht. Zu viele beschissene Luftabwehrraketen. In der Nähe wurden gerade erst ein paar eurer Delta-Force-Freunde abgeschossen. Wir haben einen Kampfhubschrauber, aber der wird nicht abheben, bevor ihr die Raketenstellungen in diesem Gebiet ausschaltet. Gibt es Informationen für Scout-Standorte? Sektor 1 übernimmt die Skats in Sektor 7, 8 und 9. Der Rest gehört euch. Unsere Frontspäher sind da draußen und suchen nach den Stellungen. Falls ihr welche trefft, können sie euch vielleicht mehr verraten. Alles klar, auf Wiedersehen. Ich wünsche viel Glück da draußen. So. Basis. Also wir fangen jetzt mit dem Fragezeichen an. Das haben wir ja schon markiert. Und das heißt... Wir haben ein paar Rover zur Verfügung, Case. Such dir einen aus. So, Karte. Das heißt, es liegt... Ich höre Schüsse von rechts. Hinter den Dünen. Vorsicht! Hier spricht Lieutenant Colonel Bannon von der Delta Force. Wir bitten sofortige Unterstützung. Soldat, woher zum... Ach, ganz egal. Du musst einen Luftschlag rufen. Das Terminal ist im Heli. Los! Das Terminal ist im Heli. Im Vorderteil. Hier diese... 2-1, nähere mich eurer Position. Halte durch, bis ich da bin. Luftschlag kommt. Halte durch, bis sie hier sind. Unsere Wagen rollen an. Sie versuchen uns einzukesseln. Jo. Geile Ammunition übrigens. Jo. Nochmal.
Und nochmal. Verdammt. Jo. Bin auf dem Weg. Diese 2-1 in der Luft, suche Ziel. Jo. Delta-Einheit zur anderen. Behaltet das Headcom. Viel Erfolg. So, da haben wir den ersten. Ein Luftschlag. Nettes Abschiedsgeschenk. Je nachdem, wir vielleicht für immer bei Delta Force. So, unser nächstes Ziel ist hier. Da drüben. Der orange Rauch markiert eine Vorratslieferung. Könnte einen Blick wert sein. Feinde wollen unser Zeug stehlen. Ja? Sicher. Tu mal da hoch. Wie geht das jetzt? Pfeile nach oben. Ich halte die Augen offen. Das wird uns helfen. Wir sollten mitnehmen, was wir finden. Wir sollten reichen, um die Scuds auszuschalten. Ja. Da waren wir jetzt. Würde ich mal sagen, dann gehen wir jetzt zu dem. Und da ist schon das erste. Achtet auf die Raketenstellungen. Wenn wir die ausschalten, haben wir die Lufthoheit. Genau das wollte ich machen. Einsteigen. Hinter der Erhöhung, seht ihr? Radarschüsseln, südlich von hier. So, ich muss mal ganz kurz nochmal schauen. Das Ganze in der Nähe. Okay, auf geht's. Feinde im Visier. Sie haben uns noch nicht entdeckt. Also ich finde das cool, mal jetzt mal ein bisschen die Erkundung zu machen. Vielleicht können wir ja jetzt ein bisschen... Also ich muss sagen, es ist wirklich super gemacht.
Schön, euch zu sehen, Delta. Ich zeige euch, was ich sehe. Haben wir da noch was drin? Kommen wir da rein? Nee. Na, da kommt mal rein. Wir müssen da anders rangehen. Am besten müssen wir erstmal diesen Wachmann ausschalten. Also die zwei. Jetzt kommt der zurück. Achtung. Finde ich ganz geil. Es ist nicht so wie bei Modern Warfare 3, dass sie gleich uns entdeckt haben. So. Feindliches Lager. Raketenaußenposten. Hier haben wir auch nochmal einen Raketenaußenposten. Feindliches Lager. Also ich finde, sowas kann man mal gut machen. So, jetzt müssen wir erstmal kurz gucken. Der andere Kollege. Au. Hinter dir, Case. Der Kollege guckt da. Danke. Ziel auf 6 Uhr. Al-Bada'tu afqid. Au.
Na komm, Spezialist. Strecke in der 10 wieder. 10 Feinde hier. So, jetzt hab ich. Ha! Geil! Jetzt habe ich nämlich wieder ein M14. Das könnte andere alarmieren. Das ist ein Schalldämpfer. Mädel. Okay, die habe ich auch ausschalten. Findet das klassisch, dass sie das wieder gemacht haben? Ach Gott, muss mich mal wieder richtig hinhocken hier. So. Das Problem ist, da ist ein Kollege, der ganz unauffällig sein wird. Ja, schieße ich jetzt erstmal nieder. So, der Turm ist ausgeschaltet. Warum nicht? So, dann gehen wir wieder runter. Du musst dich mein Scharfschützengewehr wieder raus. Da ist ein Geschützpanzer. Eine Checkel. Wo müssen wir eigentlich überhaupt hin? Fährt ja drum, patrouilliert ihr gerade. Also was hat das jetzt bewirkt? Gar nichts. Die babbeln hier was nicht nicht drücken. Dankeschön. Ganz ruhig. Lassen das Auto weiterhin. So. Okay, jetzt patrouillieren die wieder. So. C4 haben wir genügend. K4
Okay, jetzt kommt das Fahrzeug wieder zurück. Einfach mal einen Werfer mitnehmen, oder nicht? Ja, jo, warum nicht? Ich möchte einfach mein Dings weiter behalten. Weil die steht mir gerade sau im Weg, wisst ihr das? Weil das Problem ist jetzt das, das Auto patrouilliert. Okay, das sind zwei. Warte noch, bis das Auto weg ist. Müssen immer gucken, dass immer der Wachposten sozusagen ausgeschaltet ist, weil sonst können die nämlich von... Schön, dass du es mir sagst. Gutes Auge. Oh, das sind zwei Leute. Das wird zu riskant. Ich muss den anderen erwischen. Gehen wir mal das C4. Jetzt wird es nämlich ein bisschen laut. Guter Schuss. Die Frage ist, ob ich da hochkomme. Hier ist die Möglichkeit. So, jetzt sind wir mal ganz gespannt. Ich würde mal sagen, machen wir hier kurz Stopp. Wir machen mal hier kurz Stopp. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann.